Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Okay. So sieht es hier also aus. Da trainieren die Gardisten. Scorpio. Gardist, Gardist. Okay. Ja, da hinten sind die Feuermagier. Da gehen wir gleich hin. Aber wir gehen jetzt erstmal das Sumpfkraut mitbringen. Halt, was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Na, wenn ich gelogen hätte, dann wäre ich gar nicht hier. Was kann ich für dich tun? Ich dachte, dass du Bartolo bist. Na gut. Wer bist du? Ich bin Raven, Gomez' rechte Hand. Jeder, der hier ist, um mit Gomez zu reden, redet vorher mit mir. Okay. Ich habe eine Ladung Kraut für Gomez von Cor Calom. Bartolo kümmert sich um diese Sachen. Gomez selbst gibt sich nicht mit Boten ab. Du findest ihn in der Kammer hier rechts hinter dem Eingang oder in der Küche im großen Turm. Nachts schläft er natürlich. Da würde ich es nicht wagen, ihn zu stören. Das musst du mir nicht erklären. Kammer der Gardisten. Ja, wir sollten hier wirklich keinen Blödsinn machen. Ich glaube, man kann hier relativ schnell Ärger machen, ohne dass man es überhaupt merkt. Omid, was ist denn mit dir los? Ja, ich kann ihn nicht anvisieren, schade. Müssen wir später nochmal wiederkommen. Okay, gut. Denken wir einfach nicht darüber nach. Aber ich finde das schön, dieses Detail, dass da Blut auf seiner Schürze gibt. Achso, du bist trotzdem nur ein Standardcharakter. Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Als Neuer solltest du dir es nicht mit Grabo verscherzen. Er ist zwar nur ein Butler, aber er hat Beziehungen bis zu den Erzbaronen. Wenn du mal ein Problem mit Gomez' Leuten hast, kann er dir helfen, dich freizukaufen. Okay, danke, mach's gut. Halt die Ohren steif, Junge. Ich weiß gerade nicht, ob wir das schon mal irgendwo anders hatten. Die Musik ist immer noch zu laut. Es tut mir ein bisschen leid. Okay. Versuch's doch nochmal. Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Okay, das sind Buddler-Texte. Na gut. Hier finde ich jedenfalls Bartolo offensichtlich nicht. Er hat gesagt, in der Küche im großen Turm. Wer hat dich denn reingelassen? Torus. Und was willst du hier? Ich habe eine Ladung Kraut für Gomez. Dann bring sie in das Haus mit den beiden Wachen vor der Tür. Kannst du mir beibringen zu kämpfen? Ich unterrichte nur Gardisten. Bis Torus dich nicht zum Gardisten gemacht hat, musst du dir jemand anderen suchen. Kein abfälliger Kommentar über die Sektenspinner. Ich bin begeistert. Hier liegt er zurück.
Ja, ist wahrscheinlich eine Falle. So wie in Divine Divinity. Da hinten könnte die Küche sein. Ah, die ist verschlossen. Sie war verschlossen. Und zumindest ist ein Kessel. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob wir dort drin willkommen sind. Am Ende ist wahrscheinlich Bartolo direkt neben Gomez oder so. Ich sehe das schon kommen. Na, hier ist jedenfalls niemand. Gut, dann gehen wir nochmal nach ihm suchen. Da hinten ist der Arto und Scar. Ah ja. Es kann sein, dass Bartolo der Lautenspieler ist. Ja, hier hast du dich also versteckt. Immer noch wesentlich hübscher und attraktiver als die Frauen von Gothic 3, muss man ja mal sagen. Syra. Ja, und da hinten sitzt Gomez. Ganz desinteressiert auf seinem Thron. Mit einem wunderschönen Bild direkt über ihm. Naja. Okay, Bartolo. Ich habe eine Ladung Kraut von Cor Kalom für Gomez. Zeig her! Gut. Gomez ist beinahe ungeduldig geworden. Sei froh, dass du es heute noch abgeliefert hast. Was ist mit der Bezahlung? Nicht so eilig. Hier, nimm. 500 Erz waren abgemacht. Okay. Wer bist du? Ich bin Bartolo. Ich kümmere mich um die Versorgung der Erzbarone. Ich regle alles. Von Krautlieferungen über Essen bis hin zur Versorgung der Frauen. Außerdem sorge ich dafür, dass die beiden idiotischen Köche ihre Arbeit gut machen. Sie sollten mir dafür dankbar sein. Gomez lässt sich nicht jeden Fraß gefallen. Die letzten beiden hat er an die Snapper im Fluss verfüttert. Okay. Ja, die ist ja jetzt hier sehr treffend durchs Bild getanzt. Ich finde auch diese Details da auf seiner Kleidung. Das finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht. Okay, darf ich mit euch beiden reden? Ich bin einfach mal so dreist. Wer bist du? Sie nennen mich Scar. Was ist deine Aufgabe hier? Ich und Arthur passen auf, dass Gomez niemand zu nahe kommt, der hier nicht eingeladen wurde. Außerdem kümmere ich mich darum, dass die Frauen hier nicht zu kurz kommen. ja. Als sie mich reingeworfen haben, habe ich gesehen, wie eine Frau zusammen mit den Waren heruntergefahren wurde. Und? Ist sie hier? Wenn du dich für sie interessierst, gebe ich dir einen guten Rat. Vergiss sie. Sie ist gerade angekommen und Gomez hat sie bei sich auf dem Zimmer eingesperrt. Wenn er sie eine Zeit lang gehabt hat, schickt er sie vielleicht runter. Aber jetzt gehört sie ihm. Also verschwende besser keinen Gedanken an sie. Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er
der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will, aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Okay. Finde ich auch sehr schön. Er ist ein... Geh zur Seite! Ich glaube, er ist der einzigste Charakter, der auch wirklich eine Narbe im Gesicht hat. Arthur. Wer bist du? Ich bin Arthur. Was machst du so? Ich bin Gomez Leibwächter. Du redest nicht viel, was? Nein. Mach Platz! Aber das sagt er dann doch. Okay, ja, ich glaube wirklich, wenn wir mit Gomez reden, dann sind wir ein toter Mann. Deswegen machen wir das mal lieber nicht. So, dann tun wir jetzt aber das, weshalb wir hierher gekommen sind, falls es nicht schon zu spät ist. Nein. Nur weil Abend ist, heißt es ja noch lange nicht, dass sie schon alle ins Bett gehen hier. Ich habe das mal gemacht, dass ich mitten in der Nacht da angekommen bin. Das war nicht so gut. Ja, da unten ist der Kerker. Wenn du meinst. Irgendwie hat sich die Steuerung seit dem letzten Mal verstellt. Ich weiß nicht warum. Gequatscht wird viel. Okay. Rodriguez Torres. War nicht besonders schlau. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Der gibt sich mit Laufburschen wie dir ab. Okay. Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen, es sei denn, Meister Koristo gestattet es. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja, ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Bei ihm können wir das machen. Hier ist er. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Orkgebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Oh, na toll. Hoffentlich dürfen wir jetzt nicht den Brief weiter ins Orkgebiet liefern. Das ist die Mühe denn doch nicht wert. Koristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Ah, wunderbar. Wo finde ich Torres? Er ist den ganzen Tag draußen hier vorm Tempelgebäude. Nachts ist er wie alle anderen drin, aber nur Magier dürfen das Tempelhaus betreten. Also kannst du ihn nur tagsüber sprechen. Ja, das durfte ich beim ersten Mal durchspielen sehr bitter erfahren. Erzähl mir was über die Feuermagier. Der Kreis des Feuers bezieht seine Macht von der Gnade Innos. Der Gott des Lichts, der Wahrheit und der Gerechtigkeit wacht über uns. Die Magier betrachten sich selber als die Erwählten. Und so behandeln sie auch alle anderen. Ich hatte das Glück, damals aufgenommen zu werden. Koristo hat mich zu seinem Lehrling gemacht. Vermutlich hat er einfach Lust auf Unterhaltung. Seitdem bemühe ich mich jeden Tag, meine magischen Fähigkeiten zu steigern, damit ich in den nächsten Kreis aufgenommen werden kann. Okay. Große Ziele? Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe. Ohne, dass du etwas Herausragendes leistest, wird er dich nicht als Lehrling in Betracht ziehen. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Koristo ein Mitglied eines anderen Lagers als Lehrling akzeptiert. Na, vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch noch Mitglied der Bruderschaft des Schläfers bin und der offiziell allen anderen Göttern abgeschworen habe, da kommt es bestimmt nicht so gut.
Ja, Milton ist auch eigentlich mit der einzige Magier, der tatsächlich nicht alle anderen so behandelt, als sei er der Erwählte sozusagen. Okay. Torres. Was können wir denn Schönes bekommen? Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Oh. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Das habe ich schon wieder vergessen, dass man mit ihm handeln kann. Eine Münze, okay. Lehren der Götter, Band 1. Mehrmals? Nee, Band 3, Band 2, Band 1. Der dritte Kreis der Magie, der zweite Kreis der Magie. Ja, wir werden später noch irgendwann dazu kommen, einen Großteil der Bücher zu lesen. Deswegen werden wir uns sowas nicht kaufen. Ich glaube, das habe ich schon mal bei Kronos erwähnt. Lichtheilung und Feuerpfeil. Okay. Ja, leider keine Artefakte. Ja. Doch ansonsten auch keine Runen. Das ist natürlich sehr schade. Aber naja, mit Runen können wir ohnehin nichts anfangen. Zumindest nicht im Moment. Von daher. Aber wir können ja trotzdem einfach mal pro forma fragen. Was muss ich tun, um Magier zu werden? Sprich mit Meister Koristo, wenn er Zeit für dich hat. Da gibt es ein kleines Problem. Koristo ist im Gebäude und ich darf nicht ins Gebäude, wenn ich kein Magier bin. Ich suche den obersten Feuermagier. Naja, das haben wir jetzt eigentlich schon erledigt. Können ja mal respektlos sein. Was machen die magischen Künste? Das ist nicht dein Belang. Ja, ist okay. Koristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. Stärkering, plus 5 Stärke. Ja, so einen haben wir ja schon. Brauchen wir eigentlich nicht. Ring des Geschicks wäre ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Drei Spruchrollen, Feuerball, Blitz und Verwandeln in Scavenger. Essenz des Geistes, maximales Mana plus 5. Ja, diese drei Sachen können wir relativ gut irgendwo erkaufen, währenddessen die Essenz des Geistes, dass das unsere Maximalwerte steigert, das ist nie verkehrt, auch wenn es jetzt vielleicht Mana ist, was wir im Moment nicht so wirklich gut gebrauchen können, würde ich das jetzt einfach mal wählen. Ich will den Trank. Deine Wahl war weise. Du hast das kostbarste Geschenk von allen gewählt. Trinke den Trank und deine Macht wird wachsen. Okay. Mach schon Platz. Ja, die dauerhaften Tränke, die haben hier so einen zusätzlichen braunen Korken oder was auch immer an der Seite. Daran kann man die eigentlich immer gut erkennen. Zumindest die von Mana und Leben ist Kraft. Deswegen freue ich mich immer über den Anblick ganz besonders. Ach, ist das schön. So, und wenn wir jetzt schon einmal hier sind, dann können wir uns natürlich noch ein bisschen weiter umgucken.